Die Emigranten, die im Großdeutschen Reich verpönten und verfolgten, kehren nach Berlin zurück. Als einer der ersten kommt Yehudi Menuhin, der hier auf dem Flughafen Tempelhof von Sergiu Celibidache begrüßt wird. Er kommt zur Premiere eines Films über Niccolo Paganini, dessen Part er übernommen hat. Im Marmorhaus am Kurfürstendamm spielt er die Chaconne von Johann Sebastian Bach vor einem ergriffenen Publikum. Aber auch andere kehren zurück. Wilhelm Furtwängler zum Beispiel. 1946 begrüßt Johannes R. Becher den Dirigenten in Berlin. Zunächst darf er jedoch nicht auftreten, da er noch nicht entnazifiziert ist. So kehrt er erst Ende Mai 1947 an das Pult der Philharmoniker zurück. Gleich anschließend gibt er ein Konzert im Ostteil der Stadt mit der Staatskapelle. Geprobt werden Till Eulenspiegels lustige Streiche von Richard Strauss. Die Städtische Oper hat Unterschlupf im Theater des Westens gefunden. Zur Carmen-Premiere 1949 kehrt Leo Blech nach Berlin zurück. Ich wusste ja, dass ich hier mit Carmen anfangen sollte. Und dann habe ich die Partitur wieder vorgenommen und habe sie ganz von vorne wieder studiert. Und das ist ja die größte Schwierigkeit, sich zu suggerieren, dass man es zum ersten Mal sieht. Das ist gerade das Schwere. Und ich habe mich wochenlang darauf konzentriert für die hiesige Carmen. Und habe mich ganz nah, als wenn ich sie noch gar nicht gemacht hätte. Und das ist ganz klar, dass das etwas anders aussieht wie vor 30 Jahren. Und noch einmal Carmen 1949 in der Komischen Oper. Von Walter Felsenstein faszinierend inszeniert und musikalisch geleitet von einem weiteren Heimkehrer, der vor der Nazi-Diktatur fliehen musste. Otto Klemperer. Eine Aufführung, die Theatergeschichte schrieb. Thank you.
Auch Paul Hindemith kehrt nach Berlin zurück. Mit den Philharmonikern probt er für ein Konzert, bei dem eigene Werke zur Aufführung gelangen. Der Arm, ein bisschen mehr. Nicht zu sehr stoßen und mehr ins Forte gehen. Da ist ein Takt, da haben wir alle kein Crescendo gemacht. Nach 52, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takt nach 52 haben wir alle Crescendo. Herner, wenn Sie da rauf können, vor 53, alles ein bisschen breiter, gell? Alles aufs Breite hinspielen. Machen wir mal den Anfang. 2, 3. Aber nicht nur die Emigranten kommen wieder und sorgen für Schlangen vor den Konzertkassen. Auch die Siegermächte zeigen musikalisch Flagge. Vor allem die sowjetischen Kulturoffiziere sind in den ersten Nachkriegsjahren äußerst rührig. Zahlreiche russische Künstler und Ensembles kommen zu Gastspielen nach Berlin. So gibt es 1947 in der Staatsoper einen Konzertabend, bei dem unter anderem der russische Tenor Koslowski die Gralserzählung aus Wagners Lohengrin in russischer Sprache singt. Sogar das Militär zeigt sich von seiner musikalischen Seite. Im Titania-Palast spielt die Kapelle der amerikanischen Luftwaffe Stars and Stripes Forever. Die politischen Gegensätze zwischen den Siegermächten sind auch musikalisch nicht mehr zu überhören. Im Haus des Rundfunks gastiert der Chor des russischen Volksliedes mit neuester sowjetischer Produktion. Im 1948 überrumpelt der Westen den